Und insofern wollen wir keine Zeit verlieren und starten. Erstmal herzlich willkommen zum Wochenauftakt, 25. Mai. Ich freue mich hier zum Monatsausklang ein Webinar starten zu dürfen, was eigentlich schon überfällig ist, nämlich mit einem ja lang schon bekannten Gesicht der Trading-Branche, auch natürlich Firmengründer diverser Art und Weise. Und das wird sich natürlich dann auch noch im Laufe des Webinars erschließen, was alles noch an Know-how in ihm steckt. Und deswegen seid ihr ja heute hier zu unserem Workshop von der Idee zur profitablen Strategie und zwar mit Michael Hinterleitner. Ich freue mich, Michael, dass du da bist. Ich mache mal kurz das Mic an, um schon mal den Sound auch zu checken. Gib doch mal was in den Äther. So, Stummschaltung aufgehoben, Sie und höre ich da gerade. Wunderbar. Müsstest mich jetzt hören können, Chris. Super, Michael, sauber und klar wie eh und je. Wie gesagt, ich heiße Michael, herzlich Michi, willkommen. Lange ist es tatsächlich her, dass wir schon mal einen, wie will ich sagen, ein gemeinsames Webinar-Event hatten. Damals ja noch zu Brokerdeal-Zeiten. Eine ganz andere Geschichte gewesen, aber freue mich auf jeden Fall, dass du heute da bist und uns richtig was aus der Praxis mitgibst. Und da wollen wir auch heute keine Zeit verlieren. Ich weiß ja, dass du auch wahrscheinlich ein geballtes Paket hast an Informationen für uns und insofern hier das Slide nochmal zum Start, liebe Leute, ein Stück weit reingezoomt. Deswegen seid ihr heute hier. Wir wollen eben die profitable Strategie kennenlernen mit der Dominion-Formel. Da bin ich ja auch mal sehr gespannt. Sagt mir soweit auch nichts. Aber wie immer an der Stelle, da nehme ich auch ein Stück weit was von Michi vielleicht vorweg. Ihr wisst, dass hier an dieser Stelle ja alles auf eigenes Risiko geschieht, dass auch keine Anlageempfehlungen sind, gerade wenn es um Strategien sind und auch Vorgehensweisen. Das ist eine Methodik, die hat der Michael entwickelt und jeder muss sich selbst seines Risikos bewusst sein. Gerade im CFD- und FX-Bereich ist es natürlich so, dass wir hier im Hebeleinsatz sind, Schrägstrich mit Margen handeln und das Ganze natürlich hier auch ein Stück weit multipliziert nach oben wie nach unten gehen kann. Deswegen gebt's Obacht, haltet euer Risiko im Griff und ich denke, das Risiko ist auch ein Thema, was deine Strategien kennzeichnet, Michi, ne? Ja, definitiv. Dazu kommen wir dann gleich noch. Das ist natürlich das Um und Auf, eine der Säulen des erfolgreichen Tradings, das Risiko im Auge behalten. Absolut, absolut. Dann, wie gesagt, liebe Leute, fühlt euch willkommen. Die nächste gute Stunde werden wir füllen. Michael und ich sage jetzt ordnungshalber mal, Michael, du bist ja der Michi, ist der, wie gesagt, schon auch lange ein guter Partner von JFD, JFD Bank. Du hast damals uns ja schon aus Brokerszeiten mitbekommen. Jetzt eben der Wandel zur Bank mit dem Multi-Asset-Universum auch sicherlich gut passend zu deinem Setup. Insofern freue ich mich, dich da zu laden und würde dir jetzt gleich mal den Bildschirm rüberschieben und dann auch den Org, Status sozusagen auferlegen, sodass du dann auch genau siehst, was die Teilnehmer sozusagen zum Besten geben. Insofern auch da, liebe Leute, seid aufgerufen, wenn ihr Fragen habt. Michi, wie hast du es gern zwischendrin oder lieber zum Schluss gesammelt? Ich hätte gesagt, dass wir es zum Schluss sammeln, weil ich weiß gar nicht jetzt, wie flott ich da. Daher kannst du die Dominion-Formel auch noch gar nicht kennen. Ja, eben. Und deshalb hängen wir es am besten hinten an, die Fragen, damit ich mich hier nicht verhasple und dass es hinten raus dann knapp wird. Okay, super, danke dafür. Jetzt schiebe ich dir auf jeden Fall dann noch den Bildschirm rüber. Nicht wundern, jetzt geht's gleich los. Schwupp. Jetzt dürftest du die Auswahl bekommen und dann sehen wir auch gleich Michaels Bildschirm. Gebt mir da bitte kurz Feedback, wenn ihr ihn auch seht. Jawohl. Hey, da ist er am Laptop. So, müsstet ihr, ja, wunderbar dann. Das war doch schon die Bestätigung, die ich gebraucht habe. Danke, Christian. Ja, lang, lang ist her. Habe mich sehr gefreut, dass du mich mal wieder eingeladen hast und mich gedacht hast. War ja in der Tat, ist eine schöne lange Partnerschaft, die hoffentlich auch in Zukunft noch Früchte tragen wird. Ja, liebe Leute des Tradings, liebe Freunde des Tradings, schön, dass ihr heute mit dabei seid. Montag 15 Uhr, das zeigt mir auch schon mal, dass ihr da einen gewissen Ehrgeiz habt, hier zu dieser Tageszeit online zu sein. Ich sehe auch zahlreiche Teilnehmer. Von daher seid ihr da schon mal eine elitäre Minderheit und habt den anderen schon mal einen Schritt voraus. Das kann ich schon mal zuversichtlich sagen. Das hat sich in all den Jahren einfach immer wieder gezeigt. Nur wer sich aus- und weiterbildet, wird am Ende eventuell zu den 20% gehören, die es geschafft haben. Was habe ich heute vor mit euch? Einen Anschlag und zwar dieses Wissen. Sagen wir so, das ist mein geballtes Wissen und Erkenntnisse aus über 19 Jahren Trading, für die ich als früheres Trader ich wahrscheinlich meinen linken Arm geben würde. Jetzt mal ganz drastisch formuliert, aber ja, kann man so sagen. Fragen, wie gesagt, bitte am Ende. Werden hoffentlich noch Zeit sein. Wir haben bis maximal 16, 15 Zeit, habe ich mit Christian geklärt. Und daher sollten wir da gut durchkommen.
den Anfang macht aber eine Frage von mir an euch. Die brauche ich dann nachher, eure Antworten dazu. Und zwar, bitte schreibt es mir rein in den Chat, was die eine wichtigste Sache für dich im Trading ist, deiner Meinung nach, die unumgänglich, unumstößlich ist, wenn man zum nachhaltigen Trading-Erfolg kommen möchte. Einfach ein, zwei Schlagwörter rein in den Chat. Ich bin mir ziemlich sicher, was dabei rauskommt, aber will mir das von euch bestätigen lassen. Ich bin ganz kurz, ich bin auch gespannt, wie gesagt, bin ja auch sozusagen immer noch nebenbei hier am Schauen. Du kannst dich da voll auf die Slides konzentrieren. Ich sammle so ein bisschen mal das, was da so reinflattert zum Schluss. Obgleich du das mit deinem Auge vielleicht auch sehen kannst, aber lass dich da nicht aus der Routine des Vortrags bringen, will ich sagen. Ne? Nee, dann machen wir zwei, drei Folien noch, dann kommt eigentlich schon, dann kommen meine Schlagwörter, die ich denke, dass da kommen als Antworten und du kannst mir dann reingrätschen, bestätigen oder dass da noch andere häufige Nennungen. Sehr gern. Raufklatschen. Danke dir. Sehr gern. So, legen wir los. Ihr kennt ja alle diese üblichen Trading-Weisheiten aus Literatur, selbstverständlich, aber auch aus den diversen sozialen Medien, Blogs und Webseiten von tatsächlichen, aber auch, nennen wir es mal diplomatisch, selbsternannten Trading-Gurus wie der Wern. Ich nenne mal nur eine Handvoll raus. Ganz bekannte Aussage, das richtige Trading-Mindset macht 80% des Erfolgs aus. Das ist ein Zitat, das ich vorhin auf YouTube gefunden habe von einem, den ich dann wieder entfernt habe, wollte mir da keinen Ärger empfangen. Dann natürlich, the trend is your friend. Oder auch Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen. Der Einstieg ist völlig unerheblich. Völlig unerhebliche Zutat im Putzleteil des Trading-Erfolgs, lese ich auch immer wieder. Und Money Management, die wichtigste Disziplin für Trader. Wer schon länger von euch dabei ist, kennt entweder alle oder die und noch weitaus mehr solcher Bonmots, die da immer wieder mal fallen gelassen werden, bewusst und unbewusst, und die wir auch als Einsteiger in uns aufsaugen. Denn wir schauen ja auf zu diesen Autoren, zu diesen langjährigen Trainern, ob es jetzt tatsächliche oder gefakte Lebensläufe sind. Wir saugen das erstmal objektiv auf und glauben das alles. Und Fazit ist, am Ende des Tages steht dann leider doch die Tatsache, dass 80% der Trader Geld verlieren. Nagelt mich jetzt bitte nicht fest auf die 80%. In einer Studie sind es 89, in der anderen Studie sind es 62. Das gute, berühmte Pareto-Prinzip trifft hier wohl auch ziemlich gut zu. Kleiner Ausflug in mein Unternehmertum, mal ausgerechnet, dass 21% der Mitglieder bei ProgoDeal für 79% des Umsatzes verantwortlich waren. Also Pareto lässt grüßen. Ja, diese geballten Trading-Weisheiten mit dem Fakt, dass es nur ca. 20% der Trader schaffen, bleibt halt der Schluss über, finde den Fehler. Ja. Also die Masse der Trader wird da bewusst oder unbewusst nicht unbedingt effektiv an der Hand genommen. Gibt es ja auch diese berühmten drei Säulen des Erfolgs, Strategie, Mindset, Money Management, mit dem Fokus auf, die meisten sagen immer Mindset, ja, denn die Trader-Psyche macht 80-90% des Erfolgs aus, und dann ganz, ganz wichtig Money Management, Kapitalerhalt und Positionsgrößenmanagement, und nur 10-15-20% maximal macht die Strategie aus. Ja, da fehlt mir zum einen noch eine Säule, das Commitment. Da gibt es, ja, ist wieder Denglisch, beziehungsweise Englisch, aber es gibt einfach kein schönes deutsches Wort dafür. Ich nenne es mal Verpflichtung, sich selbst oder anderen gegenüber. Diese vier Säulen des Erfolgs, wie gesagt, machen das Trading aus, aber ich packe das dann in eine für mich praktikablere Formel, eben die Dominion-Formel, zu der kommen wir dann gleich. Jedenfalls dieses allgemeingültige Weisheiten, ja, Mindset vor allem und Money Management und dann ganz wenig Strategie, das ist, sag's mal diplomatisch ausgedrückt, gefährlicher Unsinn. Und jetzt bin ich mal gespannt, was ihr für Antworten auf die Eingangsfrage reingetippt habt in den Chat. Ich tippe mal aus meiner langjährigen Erfahrung auch mit durch viel Kommunikation und Telefonaten und Gespräche mit Trainern, dass es diese Punkte hier sind. Die meisten werden sagen, ja, Kapitalerhalt ist das Wichtigste,
Viele werden sagen, ja, ohne hohes Budget keine Chance auf Überleben. Viele werden sagen, mentale Einstellung, also Mindset. Und dann noch die ein oder anderen werden sagen, das Setup, die Strategie. Kurze Frage an dich, Christian. Siehst du das bestätigt oder siehst du hier auch noch etwas, was oft genannt wird, was hier nicht dabei ist? Jetzt, ja, also Bestätigung definitiv. Frage an der Stelle, würdest du, also was ich sehr viel lese, ist Disziplin. Ja, also das ist schon was, wo ich sage, also Disziplin und Selbstdisziplin, Disziplin, Geduld, Vertrauen in die eigene Strategie. Also das sind so, also auch Stichwort Erwartungswert, das sollte man ja auch kennen, um eben auch ein Stück weit seine Disziplin, die man sich setzt, durchzuhalten. Ja, Erwartungswert, wunderbar, da kommen wir gleich. Und diese ganze Disziplin, Angst, Gier-Geschichte, das ist, packe ich halt hier in die mentale Einstellung. Genau, würde ich auch sagen. Aber das trifft es eigentlich in der Masse. Also Einstieg, Ausstieg gar nicht mal so viel, muss ich sagen. Money Management ist aber auch oft genannt, da sind wir beim Thema Kapitalerhalt. Erstmal Gedanken über das Risiko machen, bevor man überhaupt irgendwas eingeht. Aber das sind genau die, also im Kern Volltreffer. Ja, das hätte mich jetzt gewundert, wenn es anders wäre. Ja, das sind so die allgemeinen Plätze, die formuliert werden, die ihr ständig lest. Und ich bin da komplett anderer Meinung. Ja, das, für mich gibt es eigentlich nur ein hehres Ziel und das sollte immer für jeden Trader sein, das Streben nach einer Strategie mit positiver Gewinnerwartung. Wurde ja gerade genannt, der Erwartungswert. Da merkt man dann, dass schon wahrscheinlich etwas mehr Erfahrung hinter diesem Fragesteller steckt. Gut, oder positive, weiß ich jetzt nicht. Das Streben nach, anders formuliert, ich kann ja gleich zum nächsten hüpfen, dann ist das selbsterklärend. Der Kreislauf des erfolgreichen Tradings beginnt für mich oder fußt für mich auf einer Strategie mit positiver Gewinnerwartung, denn diese ganzen Mindset-Geschichten, viele Coaches da draußen, die sagen, ah, komm zu mir und lerne Disziplin, lerne Geduld, lerne deine Angst zu bändigen. Die zweimal das Pferd von der falschen Seite auf und von der sehr zeitaufwendigen Seite. Wenn man sich dagegen konzentriert, fokussiert auf die Entwicklung einer Strategie mit positiver Gewinnerwartung, dann fallen die ganzen Dominosteine eigentlich an ihren Platz. Dann kommen natürlich per se die nachhaltigen Profite und die nachhaltigen Profite sorgen dafür, dass ich null Pleiterisiko habe. Damit erledigt sich Money Management Themen für mich. Gut, also man ist ein kompletter Vollhorst und riskiert hier Hemd und Hose bei einzelnen Trades. Aber das ist dann eine Frage des IQs und der natürlichen Auslese. Das Ganze führt natürlich zu gestärktem Selbstvertrauen und gestärktes Selbstvertrauen führt zu weniger Angst, mehr Disziplin und dann in summa summarum nach mehr oder weniger langer Zeit zu relativ emotionslosem Trading. Und diese Emotionslosigkeit, diese kühle, neutrale Herangehensweise an das tatsächliche Trading ist dann der krönende Abschluss und dann hat man eigentlich keine Hürden mehr vor sich. Das ist so mein Statement, meine Erfahrung der letzten Jahre, meine Erfahrung auch mit der Branche, dass man sich fokussieren sollte auf die Entwicklung der Strategie und dann fallen alle anderen Puzzleteile an ihren Platz. Mit diesem Statement mache ich mir sicher nicht nur Freunde oder sorge für Kopfschütteln, auch hier unter den heutigen Zuhörern. Ist okay für mich, jetzt mal blöd gesagt und hört sich vielleicht auch arrogant an, aber wenn ich beim Trade gewinne, muss ja auch jemand auf der anderen Seite sein, der dabei verliert. Ist so, wird sich nie ändern lassen im Trading. Ja, und damit diesem Eingangsstatement kurz ein paar Worte zu mir, wer mich noch nicht kennt. Michael Hinterleitner, trade seit 21 Jahren, hatte nie einen Arbeitgeber. Und die Börse ernährt mich also schon mein ganzes Leben lang. Ich liebe es zu traden, ich liebe es aber vor allem auch zu tüfteln, an neuen Strategien zu arbeiten und meine Erkenntnisse dann zu teilen mit meinen Lesern. Ganz wichtig ist mir dabei auch hier, wie das Motto schon sagt, ich lebe nicht um zu traden, ich trade um zu leben. Hier nicht den ganzen Tag vorm Schirm zu hängen, sondern mich auf Strategien zu fokussieren, die nichts mit Daytrading am Hut haben oder kaum Intraday-Aktionen erfordern. Dann bin ich kein Fan von News-Trading oder Fundamentaldaten. Also ich suche mir speziell nur Strategien, wo ich auf fundamentalen Analysen verzichten kann. Ganz abgesehen davon, dass man die
Daten da auch erstmal richtig interpretieren muss, was ja auch mehr oder weniger ein Coinflip oft ist. Dann ist noch ein Anspruch, dass ich relativ früh in Trends mit dabei bin und dass ich nicht mehr alleine trade, sondern auch ein Netzwerk mit Gleichgesinnten. Auch eine große, große Tradersünde von mir, viel, viel, viel zu lange hier auf eigene Faust gehandelt zu haben. Und das langfristige Ziel ist ein Portfolio automatisierter Handelssysteme. Damit kommen wir zur Dominion-Formel. Das ist eine Art Eselsbrücke für mich. Die einzelnen Bestandteile, die komme ich gleich zurück. Aber summa summarum würde ich es dramatisch so beschreiben, dass diese Dominion-Formel etwas ist, was ich mir am liebsten in die Vergangenheit zurückschicken würde, beziehungsweise was ich auf dem Sterbebett meinen Jungs mitgeben werde. Obwohl, hoffentlich bin ich nicht so blöd, so lange zu warten. Jedenfalls, ja, das ist so die Gewinnessenz aus 19 Jahren Trading, wie man von einer simplen Idee zur fertigen, profitablen, nachhaltigen Trading-Strategie kommt. Und die fußt einfach auf den Bestandteilen Do für Dokumentation, Mi für Mindset, Ni für nie pleite gehen, nie alleine, nie ohne Einsatz und An für Analyse und Angriff. Und jetzt muss der Sektkorken fliegen. Ah, schon 615. Quatsch, Spaß beiseite. Nee, ist stark. Ich wäre gar nicht drauf gekommen, dass das die Ableitung ist, aber spannend. Ja, danke Chris, freue mich. Ja, es ist mehr oder weniger eine Eselsbrücke und ein knackiger Name dazu ist halt immer hilfreicher bei der Kommunikation. Absolut. Und ich versuche ja in letzter Zeit wieder mein Wissen da auch pädagogischer weiterzugeben als bisher. Ist nicht so meine Stärke, Pädagogik, aber meine Stärke ist das praktische Trading und das versuche ich halt jetzt in ja, verwertbare Form zu bringen. Sagen wir es mal so. Absolut, absolut, super. Also ich denke, der hohe Mehrwert ist gegeben und deinen Buben, die werden dann zwangsläufig, also da, so lange bis zum Bett musst du da nicht warten, die können das Webinar so bald aufsaugen, als es geht, wenn sie denn jetzt nicht gerade im Garten spielen oder dir ohnehin über die Schulter schauen. Aber du hast ja auch Familie, insofern ist es natürlich auch nochmal ein Aspekt mehr, das Wissen, was man sich tatsächlich ja über Jahrzehnte aufgebaut hat, weiterzugeben. Also insofern ist es schon mega, dass wir das jetzt einfach mal komprimiert hier dargestellt kriegen. Und da hat natürlich jeder seine eigene Vorgehensweise, aber es ist ja natürlich auch was bei dir so ein Stück weit eben auch, lässt dich nicht vom Traden dominieren. Das ist ja auch klar feststellbar. Das hast du ja mit dem Intraday und auch dem News-Trading so skizziert, sondern du hast eine klare Vorgehensweise. Spannend. Also ich will gar nicht groß reinbrechen. Ich habe nur noch zwei, drei Fragen dann im Nachgang, die wir sicherlich dann nochmal aufnehmen. Insofern lohnt das dranbleiben, liebe Teilnehmer. Ja, aber du hast einen sehr, sehr wichtigen Punkt auch angesprochen, dieses, es muss ja zu einem passen. Ja, es bringt ja nichts, wenn ich jetzt, ich kenne sehr gute Daytrader in meinem Umfeld, auch Scalper, wo ich Kontoauszüge kenne und die mir das auch beibringen würden. Aber ich würde es nie nicht mal annähernd eins zu eins umsetzen können, beziehungsweise weil ich es einfach nicht will. Ja. Ich gerade die Zeit mit der Familie ist ja unschätzbar wertvoll und für mich kommt eben nur meine bequeme Art des Trainings mit Aktien im Tagesstart in Frage. Aber nichtsdestotrotz, dieser Prozess, diese Dominion-Formel ist natürlich universell anwendbar. Der Wichtige. Das sind Informationen, die auch gerade an Dieter geht, der jetzt just eben gerade, wo wir jetzt so ein dialogisches Stück weit hatten, da eben auch noch reingrätschte Asset-Klassen bezogen. Aber ich denke, das wirst du jetzt noch aufarbeiten in den nächsten, sage ich mal, Minuten. Absolut universell anwendbar, ja. Absolut. Okay, dann sorry for the break und weiter geht's. Sehr gerne. Erster Punkt, doofe Dokumentation. Ja, das Bilder sagen ja oft, Bild sagt mehr als 1000 Worte meistens. Wisst ihr, worum es hier geht? Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Köpfchen. Da geht es einfach darum, was ich nicht messe, kann ich nicht verbessern. Und das war rückblickend gesehen, neben dem, dass ich immer versucht habe, der Selfmade-Trader zu sein und alles allein zu machen, meine größte Trading-Sünde. Pure Faulheit kann man auch sagen, wenn man ehrlich ist. War einfach zu faul, mich hier täglich oder zumindest am Wochenende hinzusetzen, alles penibel zu dokumentieren. Und da geht es ja nicht darum, nur die Daten aus dem MetaTrader rauszuziehen, wann bin ich zu welchem Kurs rein und wann zu welchem Kurs raus, das bringt nichts. Sondern ich muss schon wissen, was habe ich mir auch gedacht bei Analyse, warum habe ich mich für die zwei Aktien entschieden und nicht die beiden anderen, die an dem Tag auch ein Signal gegeben haben. Was habe ich mir gedacht, warum bin ich manuell vor dem Kursziel ausgestiegen, warum habe ich es übers Wochenende laufen lassen, obwohl es schon knapp vor dem Kursziel war. Also lauter Sachen, man muss auch die Gedanken festhalten und die, ganz wichtig auch, das hilft alles nichts. Das beste Trainingsjournal hilft nichts, wenn ich es im Nachgang nicht analysiere.
Also man muss sich dann im Idealfall am Wochenende wirklich auch mal Zeit nehmen. Monatlich ist fast zu wenig, aber wöchentlich Zeit nehmen und versuchen jetzt die guten und die schlechten Töpfchen und Köpfchen zu finden. Das heißt, was sind reproduzierbare Fehler? Welche habe ich gemacht? Welche lassen sich identifizieren? Und was sind Sachen, die funktionieren reproduzierbar? Das ist ein wichtiges Wort hier, ist reproduzierbar und konsistent. Und ja, ich habe jetzt fast die nächste Folie übersprungen. Der Prozess ist dann simpel. Das ist ja eigentlich generell, jetzt kommen wir wahrscheinlich zur wichtigsten Folie in der ganzen Präsentation, aufgepasst. Für der Prozess hin von einer Idee zur fertigen Trainingsstrategie ist im Grunde extrem simpel. Erstens einfach loslegen. Das muss natürlich eine Idee sein, die zu dir, deinem Charakter, deiner vorhandenen Zeit passt. Aber wichtig ist einfach mal loslegen und Daten sammeln, Daten sammeln, Daten sammeln. Mit Echtgeld, ganz wichtig. Dokumentieren, penibel, nicht nur die Daten, sondern auch die Gedankengänge festhalten, zur Analyse, Einstieg und Trade Management. Dann eben Gemeinsamkeiten bei den Verlusttrades finden und Gemeinsamkeiten bei den Gewinntrades rausfinden. Das sind dann die Golden Nuggets in dem ganzen, Aufwasch drin, in der ganzen Arbeit. Und das war's auch schon. Einfach beibehalten, was funktioniert, rauslassen, was nicht funktioniert und das wiederholen, wiederholen, wiederholen. Und das ist der ganze simple Prozess, der so banal klingt, aber dann doch viel Arbeit macht im Hintergrund mit der Dokumentation und der Analyse. Und natürlich müssen auch die richtigen Schlussfolgerungen getroffen werden. Aber das war's eigentlich. Und das machen leider sehr, sehr wenige Trader da draußen in diesem strukturierten Ablauf. Das heißt, ganz wichtige Säule Nummer 1, Dokumentation. Mifid-Mindset ist wichtig, keine Frage. Ich möchte das nicht den falschen Eindruck erwecken durch mein harsches Eingangsstatement, dass das alles Bullshit ist. Natürlich hängt sehr viel vom Mindset ab. Wenn du ängstlich bist, wirst du nie die Trades 1 zu 1 umsetzen, die dir Signale vorgeben, oder wirst nie an deinen Exit-Plänen festhalten, sondern oder gierig oder Selbstzweifel, dann wirst du einfach deinen Plan nicht umsetzen, ganz klar. Ohne diese mentale Zuversicht, ohne dieses Selbstvertrauen, ohne Disziplin, wird es nicht gehen. Aber meine Schlussfolgerung ist halt durch, wenn ich am Papier schon weiß, ich habe eine erfolgreiche Strategie, dann werden sich die mentalen Probleme nicht in Luft auflösen, aber rasch auf ein erträgliches Maß verringern, die du dann auch mit anderen Maßnahmen gut handhaben kannst und im Laufe deiner Wochen, Monate, Jahre des erfolgreichen Tradings wird sich das alles von selbst erledigen. Mit einer Strategie, mit positiver Gewinnerwartung natürlich. Vielleicht noch ein paar Hacks, weil ich weiß auch, dass gerade für Einsteiger, dass die großen Themen sind, Disziplin, Angst, Gier. Da habe ich kurz drei Hacks für dich. Das wollte ich jetzt nicht überspringen, auch wenn wir nur eine Stunde Zeit haben. Und zwar Tipp 1, hake jeden Trade im Vorhinein als Verlierer ab. Das hat mir unheimlich geholfen damals. Das ist noch gar nicht so lange her. Und das hat mir einen gehörigen Schub nach vorn gegeben, weil man dann einfach emotional keine Erwartungshaltung mehr an den Trade hat. Und wenn du keine Erwartungshaltung an den Trade hast, dann pfuschst du auch nicht darin herum, wenn der schon läuft. Du hältst dich rigoros an die Regeln, beziehungsweise mehr als vorher. Und ja, hat mir ungemein geholfen. Tipp 2, sei der beste Verlierer, der du sein kannst. Muss ich kurz meinen Bildschirm zeigen, das ist sogar. Na? Das ist sogar mein Bildschirmhintergrund. Sei der beste Verlierer, der du sein kannst, müsstet ihr jetzt sehen. So, zurück zur Präsentation. Zack, zack, zack. Da sind wir wieder. Aber was heißt das? Sei der beste Verlierer, der du sein kannst. Kurz gesagt, umarme deine Verlusttrades, heißt sie willkommen als unglaublich wertvolle Quelle an Erkenntnissen. Die Erfolge kommen automatisch. Wir lernen von den Niederlagen, nicht von den Erfolgen, wesentlich mehr. Und wenn du ernsthaft vorhast, durch Trading ein Zusatzeinkommen zu generieren oder sogar deine Haupteinnahmequelle daraus zu machen, dann stell dich darauf ein, dass du dich
auf die Verlierer stürzt und da die wirklich sezierst und eben Gemeinsamkeiten suchst und sie wirklich als Freunde willkommen heißt, weil die werden dir dann den Weg weisen. Ja, dritter Hack, such dir Gleichgesinnte. Hätte ich schon vor langer, langer Zeit machen sollen, aber wir Trader, ich weiß nicht, wir haben irgendwie so ein Cowboy-Gen in uns, dass wir alles hier allein machen müssen. Bringt nichts, dazu kommen wir gleich noch. Nie steht für drei Sachen. Einmal für nie pleite gehen. Das ist diese berühmte Kapitalerhalt als oberstes Gebot, was auch viele Bücher auch zu Recht predigen. Ohne Kapitalerhalt natürlich, ohne Kapital kann ich scheide ich aus dem Trader-Dasein. Aber das ist eine Frage der Intelligenz. Insofern, wenn ich meine Zahlen aus der Dokumentation kenne, ja, ich weiß den Erwartungswert der Strategie, ich weiß die Trefferquote, ich weiß das durchschnittliche Verhältnis der Gewinne zu den Verlusten, dann ist das Money Management nur noch eine Frage der Mathematik. Beziehungsweise kann ich dann basierend auf diesen Zahlen die Positionsgrößen dann optimieren und den Profit optimieren. Und dazu zeige ich jetzt kurz einen Simulator, der vielleicht dem einen oder anderen helfen wird mit den Zahlen. Ich gehe mal von 45% Trefferquote aus und dass meine durchschnittlichen Gewinner 1,5 mal so groß sind wie meine durchschnittlichen Verlierer. Das sind so ungefähr die Kennzahlen meiner Swing-Trading-Strategie, meiner Trendfolge-Strategie mit Aktien. Gehen wir von 1% Risiko pro Trade aus, dann habe ich hier einfach 0% Risk of Ruin, Pleiterisiko. Ich habe sie definiert als 50% Drawdown, das Pleiterisiko. Wer 50% Drawdown in der Praxis erlebt, der wird an der Strategie nicht mehr festhalten können mental. Ja, da ist 50% das Schlussende im Gelände. Also ist jetzt schon 0% Risk of Ruin, egal wie oft ich die Simulierung starte. Wenn ich aber jetzt hergehe und probieren wir mal mit 3%, obwohl es eine schöne Erwartungswert hat, die Strategie, aber der Worst Case, ja, erste Simulierung schon 70% Risk of Ruin, zweite ähnliche Zahlen 65, dann mal wieder 0%, 72% Chance auf Pleiterisiko. Also ihr seht schon, ich brauchte die Positionsgröße nur etwas höher wählen und schon wird der Black Swan irgendwann zuschlagen. Das kann 2 Jahre gut gehen, aber irgendwann wird der Black Swan zuschlagen und ich muss deshalb meine Daten aus der Strategieerarbeitung erst kennen, damit ich das Pleiterisiko ausschließen kann und dann auch meine Stückzahlen natürlich optimieren kann, weil dann kann ich schauen, okay, wie hoch kann ich gehen, na, ohne Pleiterisiko zu haben, und dann schießt natürlich auch die Performance-Kurve dementsprechend nach Norden. Das zweite Nie für nie alleine traden. Ja, was will ich mit dem Bild sagen? Kurz überlegen. Ja, genau. Ja, es ist ja, angenommen, du willst auf Mount Everest. Du kannst natürlich versuchen, jetzt hier jahrelang alleine zu trainieren, dir die beste Ausrüstung zusammenzukaufen, die es gibt, und dann den Gipfel, dir einen Slot zu mieten, zu kaufen, hinzufliegen, Basecamp, und dann versuchen, da hochzukommen alleine. Oder nimmst du einen Sherpa, der schon 18, 19 Mal auf dem Gipfel war? Also was hat eine höhere Chance auf Erfolg? Das machen wir im Trading eigentlich seltenst. Vor allem wir Deutsch, Österreicher, Schweizer, wir sind hier so in dieser Neid- und Missgunstgesellschaft, will ich fast sagen. Erstens, wo der Unglaube immer groß ist, dass der andere tatsächlich das drauf hat, was er sagt. Und zweitens, denken wir immer, ach, das kann ich selbst auch und kriege ich besser hin. Dabei wäre es so einfach, wenn wir uns mit Menschen umgeben, die schon dort sind, wo wir hin möchten, oder die zumindest das gleiche Ziel haben und ein bisschen besser sind, ein bisschen mehr Erfahrung haben, dann spart uns das Monate, Jahre an Zeit und viel Geld. Aber ich sage immer vor allem Zeit, und das ist ja etwas, was kein Geld der Welt kann eine Sekunde Zeit kaufen. Und das ärgert mich im Nachhinein ja etwas, ich sage mal etwas, weil besser spät als nie. Und wenn das interessiert, da bauen wir auch gerade auf authentische-trader.de/community eine neue, hochwertige Trader-Gemeinschaft auf, mit nachweislich Echtgeld-Tradern. Aber wenn es interessiert, nachschauen, das ist erst in der Beta-Phase, da werdet ihr jetzt noch nicht viel sehen. Da testen wir nur erstmal rum. Das dritte Nie für nie ohne Einsatz. Gibt es in Österreich den schönen Spruch, ohne Geld keine Musik, also ohne Geld keine Musik. Skin in the Game.
Beispiel Poker bei mir hier, weil als es noch nicht verboten war, beziehungsweise als die Concorde Casinos in Österreich noch nicht pleite gingen, kennt das aus Spielrunden an Freunden, wenn ihr hier um Spielgeld spielt oder wenn wir um Cent-Einsätze spielen, dann bin ich nie bei der Sache oder beziehungsweise verschenke ich freiwillig meine Chips, um hier den Spaß in den Vordergrund zu rücken. Aber erst wenn es um wirklichen Einsatz geht, bin ich hundertprozentig bei der Sache und habe dadurch eine wesentlich steilere und schnellere Lernkurve. Und da gibt es auch ein paar, was haben wir für Zeit? 32, ja, geht sich aus. Und dann schiebe ich auch kurz den Hack ein. Ja. Wenn ihr hier alleine für euch hin, vor euch hinredet und ihr habt keine Ehefrau, keine Freunde, keine Arbeitskollegen, die sich für Training interessieren, dann müsst ihr ein Commitment tätigen, entweder euch gegenüber oder einem anderen Training Buddy gegenüber. Und dieses Commitment kann so aussehen. Beispiel Abnehmvorsätze, 1. Januar. Du kannst jetzt hergehen und sagen, ich will bis zum Sommer 5 Kilo abnehmen. Erfolgswahrscheinlichkeit 0, irgendwas. Wenn du aber hergehst und sagst, okay, ich will 5 Kilo abnehmen und wenn ich das bis 30. Mai nicht geschafft habe, dann gehen 1.000 Euro an eine Organisation, die ich hasse und das dokumentiere ich auf Facebook oder sonst wo, damit das auch öffentlich ist. So, Erfolgswahrscheinlichkeit 80% aufwärts. Und genau das hat mir auch beim Training geholfen. Ja. Wenn ich jetzt einfach hergehe und sage, okay, bei mir war die große Trainingssünde Dokumentation. Und ich bin jetzt einfach hergegangen und habe gesagt, wenn ich dieses Wochenende wieder es verabsäume, mein Trainingsjournal sauber zu führen und zu analysieren, dann überweise ich 100 Euro an eine Organisation, die ich verabscheue. Ich nenne jetzt keinen Namen, wir wollen das unpolitisch halten hier. Aber da gewöhnst du dir schnell an diszipliniert zu werden und effektiver zu werden. Das ist dieses fehlende Commitment der Ehefrau gegenüber oder einem Kumpel gegenüber. Wenn man niemanden hat, der auch einen kontrolliert oder pusht, dann plätschert das gerne mal so vor sich hin, beziehungsweise verläuft im Sande. Ganz, ganz wichtige Erkenntnis für mich aus 19 Jahren Trading. Und das An in der Formel Dominion steht für Analyse und Angriff. Da geht es dann eigentlich nur noch um die tatsächliche Umsetzung des Plans in die Praxis. Das ist dann der praktische Teil, aber eigentlich der nur noch routinierte, anspruchslosere Teil des ganzen Plans. Wir haben einen Plan, den haben wir uns erstellt aus der Strategiearbeitung. Und da geht es darum, diesen auszuführen. Ja, Wissen ist Macht, das habe ich genau. Wissen ist Macht ist ja auch so eine Bonmot, das gern kursiert, aber das ist Unsinn. Angewandtes Wissen ist Macht. Und deshalb auch großer Tipp an dich, wenn du noch nicht zu meinen Zeiten solltest. Demohandel, okay, ist gut und schön, um ein neues Instrument, neue Märkte oder auch neue Plattformen kennenzulernen, aber dann vergiss das. Mach mit Kleinstgrößen, kleinen Stückzahlen Echtgeldhandel und leg dich rasch auf eine Methode fest und versuch die dann aufzubauen und verbringe nicht Monate hier von einer Methode zur anderen zu springen. Ah, die Wellen werden noch schön. Oh, der Indikator sieht super aus. Machen, machen, machen. Also komm in die Umsetzung, komm ins Traden, sammle Daten, erarbeite basierend darauf einen Plan und halte dich dann in diesem Plan. Und wenn du einen Plan hast und hast dich dran gehalten und du hast Verlierer-Trades oder eine Verluststrähne, dann macht das nichts, dann schüttelt man die ab, weil man hat sich an die Regeln gehalten. Natürlich alle 10, 20 Trades wieder neu analysieren und wenn man tatsächlich Fehler findet in der Vorgehensweise, dann ändert man seinen Plan. Aber falls nicht, dann gehören Verlusttrades ganz natürlich dazu, wie das Atmen auch. Und wenn du dich nicht an die Regeln hältst und gewinnst beim Trading, ja, shame on you, zurück an den Start. Das bringt nichts langfristig, ganz einfach. Diese ganze Vorgehensweise habe ich praktisch in eine Echtgeld-Challenge gepackt. Die ist 2018 ausgelaufen, war extrem erkenntnisreich. Es waren, ihr seht hier links, 213 Trades, basierend auf einer ganz, ganz einfachen Trendfolgestrategie mit Aktien im Tageschart, kurzer Haltedauer von 4, 5 Tagen, damit ich nicht auf Fundamentaldaten und News Rücksicht nehmen muss. Und war eine sympathische, simple Strategie und ich wollte halt wissen, was ich aus dieser einfachen
einfach ein Setup machen lässt durch Optimierung, durch Dokumentation, durch Validierung und Feinabstimmung. Und geworden ist dann diese Ertragskurve hier mit knapp 40% Profit in 13 Monaten. Was haben wir kurz? Ein kurzer Blick auf die Zeit. Ja, das geht sich aus. Dann zeige ich mal kurz, wie diese letzte Echtgeld-Challenge für Trendfolge der Aktien-Tageschart ausgesehen hat. Michi, ganz kurze Zwischenfrage. Dies, was wir gerade gesehen haben, links war 17, 18 und das andere war dann darauf aufbauend 19, oder? Das ist die Kurve ohne die offensichtlich reproduzierbaren Fehler. Ah, okay, Genau, verstehe. und da, Und da ist auch, zeigt sich ja eindeutig, dass die Quantität eben, sage ich mal, vor der Qualität steht. na, dass ich das nicht, dass wir das nicht Also falsch verstehen. weniger, also Weniger, weniger genau. ist mehr. Ja. Das wollte ich genau damit sagen, Ja, bloß genau. nicht, nicht falsch verstehen. Dass eben, man sieht ja, die Trade-Anzahl, der hat sich verringert, aber die Kapitalkurve ist sehr viel flüssiger geworden. Also was ich eigentlich sagen wollte, ist vielmehr, die Qualität zählt und nicht die Quantität. Das ist, glaube ich, richtig Ja, jetzt gut, dass wir das ausgedrückt. noch klären. Genau, das ist sehr offensichtlich bei der Strategie. Aber okay, auf zur Action. Ja, da komme ich dann gleich noch dazu, dass ich bin ja gerade bei einer neuen Echtgeld-Challenge und da gehe ich dann kurz auf diese Quantität ein. Da geht es halt anfangs darum, Daten, 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 Daten. Ja, dann nehme ich halt jedes Signal, das ich in die Hände kriegen kann und darauf basierend auf diesem echten Datenpool, echte ausgeführte Trades dann, wird dann ausgesiebt. Alles klar. So, diese Trendfolgestrategie mit Aktien hat ganz einfach so ausgesehen, das Setup. Ich habe in ganz klaren Trends, in dem Fall hier Wirecard, zuletzt ein ganz klarer Abwärtstrend, darauf gewartet, dass die Aktie wieder günstiger wurde im Tageschart und dann eine kleine bärische Tageskerze ausformt. Das war hier am 11. Mai der Fall. Ganz klarer Abwärtstrend. Wir haben tiefere Tiefs, tiefere Hochs. Und wir haben eine kleine bärische Tageskerze nach einer Korrektur nach oben. Und das ist mein Einstiegssignal. Und dann wurde eine Stop-Verkaufsorder unter das Tagestief gesetzt für nächsten Tag. Alles ganz bequem, außerbörslich. Und dann wurde ein Kursziel gesetzt und ein enger Stop-Loss. Und das war's auch schon. Das hat sich dann einfach empfohlen, dass ich ganz, ganz eng im 30-Minuten-Chart dann sogar einen Stop-Loss suchen soll, charttechnisch. Und als charttechnisches Kursziel natürlich hätte sich in dem Fall hier das vorherige Zwischentief empfohlen, was dann am vierten Tag erreicht wurde. 2 Tage später nochmal ein Signal, auch wieder klarer Abwärtstrend, schöne Erholung, kleine bärische Tageskerze, klassisches Fortsetzungssignal, hat sich aber nicht bewährt. Hier mal nur 2 kurze Beispiele, damit für die, die es noch gar nicht kennen, mich noch nicht kennen, einen kurzen Einblick in diese damalige Vorgehensweise bekommen. Das war praktisch der, zurück zur Kurve, ich habe dann auch eigentlich gefiltert optimiert auf noch offensichtlicher geht es gar nicht, Trend zu folgen, mehr oder weniger, um das in einem Satz zusammenzufassen. Und das war dann am Ende, trotz schönem Ergebnis, etwas enttäuschend, weil ich nicht über 45% Trefferquote eigentlich hin ausgekommen bin. Und dann hat es bei mir auch ein bisschen Klick gemacht, okay, da sind wir wieder bei den 80-20 Trading-Weisheiten. Der Trend ist ja Freund. Das, was alle sehen, kann eigentlich nicht wirklich funktionieren, weil sonst würde die Masse Gewinne machen. Und das führt dann auch eben zu einem neuen Projekt, das ich gerade jetzt mache, aber dazu kommen wir gleich. Sollte ich hier noch zeigen zu Wirecard. Ja, wie läuft das dann in der Praxis ab? Ich habe hier diese Signale gesammelt. Kennt ja Dokumentation aus der Dominion-Formel. Dokumentieren, 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 dokumentieren. Traden, traden, traden. Journal, verbessern, wiederholen. Traden, Journal, verbessern, wiederholen. Und das sieht dann so aus, zum Beispiel in einer Excel-Tabelle gefasst, die viele, 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 viele Spalten umfasst. Ja, ich habe das nicht gezählt, aber es dürften ein paar Dutzend sein. Und das sind natürlich offensichtliche Daten dabei, wie Datum, Wochentag. Warum erfasse ich den Wochentag? Ist auch schon wieder ein Punkt, den ich im Tageshandel herausfinden kann und möchte. Gibt es bestimmte Wochentage, die gut oder gar nicht funktionieren? Dann natürlich, welche Aktie wurde gehandelt, aus welchem Index, in welche Richtung, zu welcher Zeit fand der Einstieg statt, zu welchem Sollkurs, zu welchem Istkurs. Da konnte ich dann immer schön die Slippage auch feststellen, weil die meisten Einstiege kurz nach 9 Uhr stattfinden. Und dann ging es auch darum, eben nicht nur die Daten festzuhalten, sondern auch, wie war der Trend
Im Tageschart, wie war auch der Trend im Wochenchart? Hat das Volumen laut Lehrbuch zugestimmt oder widersprochen? Wie war die Kerzenform? Wie war der Trend im Index? Also zum Beispiel in dem Fall hier reden wir vom Michelin aus dem CAC 40. Wie war der, in welchem Trendmodus befand sich der CAC 40 an diesem Tag? Und lag charttechnisch eine Hürde vor, bevor zwischen Einstieg und dem potenziellen Kursziel, das Kursziel, das ich eigentlich angestrebt habe. Das ergibt dann einfach eine Minuspunkte oder Pluspunkte und eine Summe an Punkten. Und dann kommt man eben dazu, über die Sortierung herauszufinden, okay, welche Kombination dieser Kriterien macht Sinn. Dann ging es noch weiter. Ist die Kerze kein Doji oder ein Doji? War die Kerze, die Signalkerze, eine Innenkerze? War sie High Probability? Was habe ich damit gemeint? Ja, genau, scharfer Trend, kurze Korrektur. Oder war die Kerze eine Umkehrkerze? Dann in welche Kategorie würde ich den Trendmodus der Aktie einstufen? Haben wir auch Gegentrends gehandelt, auch mal steile Trends, Twilight Zone, ja nicht Trends, wo nicht klar ist, wo seitwärts pendelt. Also ihr seht schon viele Kommentare zum Entry. Würde ich den Entry wieder genauso machen? Fehler beim Entry, Kommentar Exit. Steht dann Exit, weil offener Buchgewinn aller Positionen kurz vor Schlusskurs hoch genug. Position alleine zu verwalten wäre aber besser gewesen. Solche Sachen, ja. Und dann müsst ihr eben Rückschlüsse daraus ziehen, wenn sich das reproduzierbar wiederholen sollte, ein gutes oder ein schlechtes Muster. Fehler beim Exit. Und dann ganz interessante Daten, ja. Was war der maximale Buchgewinn und an welchen Tag trat der ein? Also was war die beste Laufzeit für einen Trade? Wäre das Stop-Loss eng oder weiter noch besser gewesen? War der manuelle Eingriff gut oder schlecht? Wie hat sich ein Zeitstopp ausgewirkt an Tag 3, Tag 4, Tag 3 ohne Kursziel? Also da zahlreiche Varianten und da sind aber Fantasie eigentlich keine Grenzen gesetzt. Und das Ganze muss dann natürlich auch ausgewertet werden. Zum Beispiel hier eine kleine Auswertung, an welchem Tag war der maximale Buchgewinn vorhanden. Schauen wir mal kurz hier, das war dann an Tag 4. War der durchschnittliche Buchgewinn 1,44 R. Ausflug in die Statistik, was ist ein R? Ein R ist mein Risiko des Trades. Wenn ich vom Einstieg zum Stopp wie geplant ausgestoppt werde, dann habe ich ein R verloren und hier der durchschnittliche Buchgewinn an Tag 4 lag bei 1,44 R. Das heißt, riskiere ich pro Trade 1%, dann wäre hier an Tag 4 der durchschnittliche Buchgewinn 1,44%, kurz gesagt. Ja, lauter so kleine Statistiken muss man dann wälzen, da kommt man nicht drum herum. Aber das ist etwas, was mir persönlich eigentlich mehr Spaß macht als das Traden selbst. Und ja, das will ich eben auch weitergeben, dieses Wissen. Und diese Trendfolgestrategie, darf ich nicht vergessen, kriegt ihr übrigens kostenlos. Dazu müsst ihr euch lediglich auf michaelhinterleitner.de hier in den Newsletter eintragen, dann kriegt ihr hier so ein schönes E-Book, ein paar Seiten, wo ich die Erkenntnisse und die Regeln vor allem auch zusammengefasst habe. Es gibt noch ein paar Leser, die das auch gerne handeln und die versuche ich dann auch in der Community authentischetrader.de wieder zu animieren. So, wo ist die Präsentation wieder hin? Dum, 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 dum. Also, das war die letzte Challenge, 2017, 2018. Ich habe dann jetzt ein Jahr und zwei zu tun gehabt mit der Abwicklung von Broker.de. Kennen einige, viele von euch wahrscheinlich Broker.de, Brokervergleichsseite, die ich gegründet habe, die wurde verkauft nach Malta. Und das hat mir neben der Abwicklungsarbeit wieder mal Zeit und Muße geschaffen, nachzudenken, wo ich hin möchte, was ich machen möchte. Und da war es für mich auch nach der spannenden letzten Echtgeld-Challenge hier 2017, 2018 klar, ich will wieder verstärkt mein Wissen strukturieren und weitergeben. Aber um hier nichts falsch zu machen, habe ich einfach meine Leser gefragt, was sie denn wollen, beziehungsweise was ihr größtes Problem ist, der brennendste Wunsch. Wenn sie nur eine Sache nennen könnten, was wäre das?
Und das war ganz sehr, nicht ganz spannend, es war extrem spannend zu sehen, dass ein knappes Drittel, ich sage es mal unter Anführungszeichen, und da hat natürlich einfach nur eine fertige Strategie haben möchte. Das ist natürlich der ehrliche, einfache Weg. Aber 17% wollen auch wissen, wie komme ich denn selber von der Idee zu einer fertigen, profitablen Strategie? Und das ist sehr erfreulich, weil das ist kein einfacher Prozess, aber ein extrem spannender und vielversprechender, weil jeder hat ja andere, jeder hat einen anderen Charakter, jeder hat eine andere Persönlichkeit, Bedürfnisse, Wünsche, Zeit, die zur Verfügung steht, und fertige Strategien kann man ja zur Genüge kaufen, aber ich denke, dass kaum jemand die Ergebnisse bringt, die der Autor der Strategie erbringt, weil es eben jedes Jahr verschieden ist, und deshalb ist natürlich eine sehr mächtige Waffe, wenn man weiß, wie man von der simplen Idee zur fertigen Strategie kommt. 11% meinten, sie hätten am liebsten eine Möglichkeit, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen, mit nachweislich echten Trainern auszutauschen. Und 10%, nochmal 10% meinen, die haben ganz klar Mindset-Probleme und da stecken sie fest, das ist ihr größter Engpass, da kommen sie gerade nicht weiter. Das sind in Summe 70%. Und die habe ich dann mehr oder weniger, wie soll ich sagen, in ein neues Produkt gesteckt, ist blöde Formulierung. Für die habe ich jetzt einfach mir überlegt, machen wir doch diese Echtgeld-Challenge nochmal von vorne, strukturierter, noch transparenter, mit einem 10.000 Euro Echtgeld-Depot, zu dem jeder die Login-Daten erhält, mit wöchentlichen Webinaren, Kenntnissen, Worksheets etc. Und da ist die Vorgehensweise wieder genauso im Grunde wie davor, aber ich will es nochmal hier schwarz auf weiß zu Papier bringen. Phase 1, Einstiegsidee. Das ist auch eine der häufigsten Fragen dann in der Regel. Ja, Michael, was mache ich denn, wenn ich keine Einstiegsidee habe? Ich brauche erst eine Einstiegsidee. Ja, also die kann ich dir nicht aus den Fingern schütteln. Die muss zu dir passen. Die muss, mit der musst du zu Bett gehen. Ja. Glück sagt, die muss dir liegen, die muss dir sympathisch sein. Viele Wege führen nach Rom, aber such dir eine, die nicht irgendeiner empfohlen hat, sondern die dir wirklich sympathisch ist. Die muss für mich eben einen sehr hohen Wohlfühlfaktor haben. Und für mich heißt das kein Daydrading, keine Rücksicht auf News und Fundamentaldaten, keine Indikatoren. Und deshalb, was für mich, und hier auch dabei, habe ich hier vergessen, auf die Folie zu packen, der Aspekt, dass ich weg vom Trendhandel wollte mit dem neuen Challenge, sondern hin zu aggressiverem Einstieg. A, gegen den Trend, B, vor allem in Seitwärtsphasen. Das sind doch die Phasen, in denen sich die Aktien meistens bewegen. Aber zumindest habe ich mit den Umkehrkerzen zwei von drei Phasen abgedeckt. Und der Trendhandel ist dann eigentlich nur noch die dritte Phase. Und wenn sich diese Challenge hier bewähren sollte, in beiden Phasen, dann habe ich zwei Strategien, die ich kombinieren kann und damit für jede Börsenphase relativ safe sein sollte. Da ich mir vorstellen kann, dass jetzt Fragen kommen, was sind, was verstehe ich unter Umkehrkerzen, zeigen wir die doch gleich mal. Was war zuletzt ein Signal? Genau, Carrefour haben wir gekauft. Muss ja weg von diesem österreichischen Dialekt. Habe ich gekauft. Hier seht ihr den Tageschart von Carrefour. Und hier am 20. Mai eine tiefere Öffnung, also die Aktie gappt nach unten, fällt tief, berührt hier eine ältere Unterstützung. Die markiere ich hier mal. So, berührt eine Unterstützung, fällt sogar unter sie, erholt sich dann aber, schließt sogar höher als der Öffnungskurs, schließt bullisch, und das ist eine ganz nach Lehrbuch eine Umkehrkerze. Gibt es in zahlreichen Ausprägungen, ja, ob ich jetzt hier den Schlusskurs, nehmen wir die hier, diese pyrrhische Umkehrkerze hier. Markiere die ein bisschen besser. Das ist eine bärische Umkehrkerze. Eröffnung höher als der Schlusskurs davor, dann aber massiver Abverkauf. Das ist ein Engulfing. Ist völlig egal, wie die heißt, wie die Definition heißt. Ich will sie nur erkennen können, visuell auf einen Blick,
damit ich hier meine Aktien, meine 70 Aktien oder mehr in wenigen Minuten visuell durchgescannt habe, auch ohne auf Softwareunterstützung angewiesen zu sein. Das soll für mich immer möglichst simpel und rasch erledigbar sein. Und das war hier bei Carrefour eine Unkerkerze erstens. Zweitens hat sie eine Unterstützung getoucht, also berührt und wieder darüber geschlossen. Und so, nach solchen Umkehrkerzen suche ich jetzt in dieser Echtgeld-Challenge. Und Anmerkung, sollte die Tageskerze heute so bleiben, dann haben wir eine bierische Umkehrkerze. Ja? Gap nach oben, schließt aber tiefer als Öffnung. Und hier haben wir ein Zwischenhoch. Sollte sie unter diesem Zwischenhoch schließen, werde ich morgen einen Short versuchen. Anderes Beispiel, ich glaube heute sind wir long gegangen in ja, SAP. Ah, sehr schön, entwickelt sich schön. Jetzt keine gespielte Überraschung, ich blicke untertags kaum in die Charts rein. So, was hatten wir hier? Seitwärtsphase, ganz wichtig, funktioniert ganz gut bei Umkehrkerzen. Seitwärtsphase. Tiefe Öffnung, die Psychologie, um die Psychologie dahinter zu verstehen, die Aktie gapt nach unten. Das erfreut jene Shorties, die schon drin sind, die nehmen jetzt aber Gewinne mit, zumindest die Smarten. Und jene, die noch nicht drin sind, denken sich jetzt, oh cool, wir haben fallen unter einer Unterstützung. Ja, Öffnung fand unter einer Unterstützung statt. Ganz knapp, ne, knapp drunter. Da shorte ich doch mal und die wurden dann vom Smart Money, von den großen Jungs, eiskalt abgeholt. SAP schoss dann nach oben, schloss bullish, schloss vor allem über diese Unterstützung. Und das ist für mich ein Kaufsignal. Ziel hier die obere Begrenzung der Range und hat heute mit einem schönen Gap nach oben eröffnet. Läuft wunderbar an, muss jetzt noch verwaltet werden. Aber in dieser Einstiegsphase, damit kommen wir zurück zu den Folien. Dieser Phase 1 nenne ich mal blinde Kuh spielen und da verbrenne ich halt mein Kapital. Da werden von den 10.000 Euro, schätze ich mal 1.000, 2.000 weg sein, ziemlich rasch. Ist aber okay, das ist mein Geld und ich spare hoffentlich damit dem einen oder anderen Leser typische Fehler. Also ich weiß schon ungefähr, was funktionieren wird und was nicht. Aber das ist ja so mit uns Menschen, wir glauben es ja nicht, wenn uns jemand etwas erzählt. Wir müssen es jetzt ja erst selbst die Hand auf die heiße Herdplatte legen. Aber so, wenn ich das mit Echtgeld zeige, kann ich hoffentlich das ein oder andere ersparen und eine Ablenkung, eine Abkürzung anbieten. Und in dieser Phase wird halt alles ausprobiert und alle möglichen Einstiege werden gesammelt, erst ohne auf Qualität Rücksicht zu nehmen. Da geht es um Quantität. Und da sehe ich mir dann an, will ich per Stop-Order einsteigen oder per Limit oder vielleicht sogar ganz kurz vor Schlusskurs, was ist besser, welche Umkehrkerzen funktionieren am besten, an welchem Tag habe ich den höchsten Profit oder den höchsten Verlust, sollte man den Index beachten, sollte der Wochenchart beachtet werden, welche Ausstiegsmethode empfiehlt sich, soll man die Vorbörse beachten und so weiter und so fort. Also der Fragenkatalog wird hier eigentlich täglich länger und länger und länger. Und wird dann eben in Phase 2 abgearbeitet. Und da kommt dann auch schon zur Konsolidierung. Da haben wir wieder diesen Merkspruch, Trade, Journal, Improve, Repeat. Ganz, ganz, ganz wichtig. Und dann kommt es am Ende der Phase 2 zum Turnaround in der Performance. Nachdem einfach die größten Fehler isoliert und die stärksten Hebel identifiziert sind. Und Phase 3, geschätzte Zeit, 3 Monate nach Beginn, kommen wir zur Finalisierung, zum Feinschliff, zu den letzten 10-20% der Performance, die man noch rausquetschen kann. Und Phase 4 ist dann einfach die laufende Validierung, die nie enden wird. Ja, ein Baum, der nicht mehr wächst, stirbt, drastisch formuliert. Und das i-Tüpfelchen, die Kirsche auf der Sahnetorte oben wäre die Automatisierung und der Einsatz des Systems als EA, als Expert Advisor. Darauf richte ich auch in dieser Echtgeld-Challenge anders aus. Das war bei der letzten Echtgeld-Challenge schwierig, den Einstieg zu automatisieren, weil er dann doch nicht quantifizierbar, eiskalt in schwarz auf weiß Regeln zu packen war, zu 100%. Aber dieses Umkehrkerzenformat mit dem Touch eines
Supports oder Resists. Das ist alles schön automatisierbar, programmierbar. Und das wäre dann das i-Tüpfelchen. So, ich denke an dieser Stelle, was haben wir? 56, aha, passt, Punktlandung. Schau mal in die Fragen rein. Ich zeige erstmal noch kurz ein, zwei Umkehrkerzen. Die Fragen siehst du ja, Michi, ne? Ah ja, genau. Dann noch kurz Beiersdorf, heute Morgen auch gekauft. Auch am Freitag eine schönes Gap nach unten. Dann hier eine Unterstützung kurz unterboten und dann aber wieder darüber geschlossen mit einer schönen bullischen Kerze. Kaufsignal für diese Challenge jetzt. Und alles andere, ja, wo setze ich den Stopp, wo setze ich den Ausstieg, gibt es eine Laufzeitbegrenzung des Trades, das muss ich alles erst zeigen in Phase 2, 3 und 4. Phase 1 geht es mal darum, Daten zu sammeln, Einstiege zu sammeln und die Einstiegsmethoden zu validieren. So, Fragen, Grüße, einmal in der Masse zurück. Was halte ich von Backtests? Ja, ich kombiniere das in dieser Challenge auch, ist auch in dieser Challenge geplant. Großteil der Arbeit wird aber auf manueller Arbeit im Excel-Journal und mit echten manuellen Trades fußen, denn das mit Backtesting hat so seine Tücken. Ich will jetzt gar nicht von Curve-Fitting, also von Kurvenglättungen, Optimierungsfallen sprechen, sondern geht es einfach darum, dass gerade jetzt bei Systemen, die mit Aktien im Tageschart tendieren, die Software Probleme hat, welche kann ich das nennen, aus dem Hut zaubern, Problem 1. Ja, wenn jetzt eine Kerze sehr volatil in beide Richtungen ist und mit der gleichen Kerze sowohl Stop-Loss als auch Kursziel erreichen würde, dann weiß die Software nicht, was zuerst an der Reihe kam. So, das war zum Beispiel ein konkreter Fall. Der wird dir das Ergebnis im Backtest im Vergleich zur Praxis immer verzerren. Dann kann ich die Slippage nicht simulieren. Ich kann zwar in der Software eingeben, okay, rechne mit x Prozent durchschnittlicher Slippage. Da ist man aber meistens dazu geneigt, hier eher sich ein bisschen in die Tasche zu lügen, die positiveren Werte anzunehmen. Und das führt dann auch in der Regel zur Enttäuschung. Und dann auch die Datenqualität von die Tick-Daten von der im Backtest genutzten Software unterscheiden sich oft von den tatsächlichen Tick-Daten. Also hier gibt es einige Stolperfallen zu beachten, aber ja, unbedingt, die A-Software kann eine riesige Unterstützung sein und werde ich auch hier zu Rate ziehen, wenn es darum geht, jetzt hier, sobald ich eine Umkehrkerzenformation irgendeine mal in den Code reinpacken kann, dann kann ich hier zumindest Basics drüber laufen lassen, wie an welchem Tag entstand der durchschnittlich größte Buchgewinn, Buchfluss, dann weiß ich schon, okay, da würde sich ein Zeitstopp anbieten, den brauche ich dann nicht wochenlang manuell testen, sondern den kann ich dann aus der Software rausziehen. Sollte man Feiertage in Amerika beachten? Ja. Jetzt bin ich nur verwirrt, trifft das die Challenge hier bei der Ausarbeitung der Strategie? Also hier in Phase 1, jetzt hatten wir Donnerstag Christi Himmelfahrt, aber die Börse war offen. Ich habe trotzdem gehandelt, weil ich jetzt einfach in Phase 1 Daten sammle. Da ist mir das Volumen, die Liquidität erstmal egal. Ach ja, noch zu Backtests, genau, speziell was meine Strategien angeht, wo ich nur gemütlich 15, 20 Minuten brauche für Analyse und Orderaufgabe außerbörslich. Die meisten Einstiege finden nach 9 Uhr statt und gerade hier habe ich halt oft Turbulenzen, hohe Spreads, Slippage. Das muss ich praktisch sofort sehen, ob es Sinn macht, damit weiterzumachen mit so einer neuen Idee. Betreibe ich ausschließlich Swing Trading? Ja, zu 90%. Dieter, ob ich umgehend nach Umkehrkerzen kaufe? Naja, aktuell lasse ich mich einstoppen nächsten Tag, entweder per Limit oder per Stop. Da teste ich auch gerade beides gegeneinander, weil ich kann noch nicht per Schlusskurs rein, weil das kann ich wunderbar auf dem Papier sehen nach 1, 2, 3 Wochen, weil ich kann ja den offiziellen Schlusskurs nehmen, da ist ja keine Slippage mehr da und kann das dann vergleichen mit meinen tatsächlichen Stopp- oder Limitausführungen. Wie setzt du deine Stops? Jetzt in der neuen Challenge in den ersten Tagen noch gar nicht, die hat gerade erst angefangen, aber während sie in den nächsten Wochen werden wir dazu nehmen im charttechnische Stops und einen Stopp auf Tagesschlussbasis, den ich jetzt noch nicht näher beschreiben will.
Gibt es eine Aufzeichnung? Denke ja, das dann. Genau, wir werden, also wie ist das mit den Folien? Die Frage war auch weiter oben. Stellst du die auch zur Verfügung? Ansonsten zur Frage mit den Aufzeichnungen direkt, ja, die wird es im Nachgang direkt nochmal geben. Auch nochmal mit dem Hinweis zu deinem Newsletter, den du zwischenzeitlich ja eingestreut hattest. Also da gibt es in jedem Fall eine Aufzeichnung. Wenn du das natürlich auch freigibst, aber davon gehe ich fast aus, Michi. Ja, sehr gerne, sehr Super. gerne. Und die Slides, also die Folien selber, das war auch eine darüber liegende Frage. Gerne, entweder binden wir irgendwie eine Aufzeichnung noch rein ein oder ich schicke mir einfach eine E-Mail an. Warte mal, zeig mal kurz die Folie, die letzte. Das wäre eine Idee, Welche? zumal es kam auch eine Frage, da muss ich jetzt gleich, Thomas wird sich hier angesprochen fühlen, und zwar zu deiner Excel-Tabelle, Michi, die du da hast. Ja, Kann man. ist da. Einfach an hinten kontakt@michaelhinterleitner.de, schickt mir, was ihr auf dem Herzen habt und wir unterhalten uns dann auch gerne. Sag's dazu. Darf ich natürlich nicht vergessen, diese Echtgeld-Challenge, da mache ich im Juni wieder ein paar Plätze auf, wer Lust hat, wenn das interessant klingt. Und ohnehin für die, aber auch für alle anderen, bin ich eigentlich, mache ich immer ein paar Slots frei für kostenlose Gespräche, halbe Stunde, Stunde, wo ich euch einfach, wo wir über euer größtes Problem, eure größte Hürde sprechen und da versuche ich euch zu helfen. Also hier einfach auf michaelhinterleitner.de entweder mir schreiben oder gleich einen Gesprächstermin ausmachen. Und dann schauen wir, wie ich euch da am besten helfen kann. Excel-Tabelle, Folien gerne von mir direkt oder wir packen das irgendwie zur Aufzeichnung rein in die Beschreibung mit einem Link, würde ich sagen. Also super Idee, auf jeden Fall auch ein tolles Angebot in der Hinsicht. Ich meine, du nimmst dir direkt Zeit. Den Link hatte ich auch zur Website vorhin schon parallel zum Webinar reingestellt. Also der ein oder andere wird sich vielleicht schon eingetragen haben oder ist direkt jetzt sozusagen dabei gewesen im Rahmen der Vorschau zu deiner Seite und hat das dann direkt eben gepflegt. Vielleicht hast du auch direkt schon Eingänge bekommen. Aber wie gesagt, das pflegen wir auf jeden Fall in den Nachgang-Mailer an alle registrierten Teilnehmer mit ein, weil der ein oder andere ist jetzt, auch wenn wir eine hohe Teilnehmerquote hatten oder haben ja noch, ist vielleicht trotzdem nicht dabei gewesen, konnte es nicht schaffen. Da keine Sorge, wenn ihr euch einmal registriert habt, dann seid ihr da sozusagen in dem Loop mit drin, sodass ihr den Nachgangsmailer auch bekommt. Da geht nichts verloren. Ihr müsst einzig sozusagen die Company News auch aktiviert haben bei uns. Also wenn ihr den Mailer nicht bekommen haben solltet, dann bitte hier ruhig mal in, ich sag mal, bis Mittwoch, also in 2 Tagen, dann nochmal unseren Support anschreiben, was mit der Aufzeichnung ist, weil ich gehe davon aus, dass wir es das morgen rausschicken und insofern würde es mich wundern, wenn das Mittwoch bei noch keinem der Teilnehmer oder auch, wie man jetzt die Aufzeichnung auf YouTube sieht, vielleicht noch nicht angekommen ist. Also da bitte an unserem Kundenservice wenden von JFD, nennt sich support@jfdbank.de oder .com, steht euch frei. Wunderbar. Warum ist es für mich wichtig, mit Echtgelddaten zu sammeln und nicht mit einem Demokonto? Jetzt mal blöd gesprochen, wenn du Hunger hast, legst du dir auch keine Wurstsemmel auf den Bauch, sondern du isst sie. Das hat auch damit wieder zu tun mit diesem Qualitätsunterschied zwischen simulierten Daten und den Kursen, die du in der echten rauen Welt im Haifischbeckenbörse tatsächlich bekommst für deine geplanten Ausführungen. Demo ist schön und gut, um die Plattform kennenzulernen, um Selbstvertrauen in die Orderabwicklung zu bekommen, in die Orderarten, in die Stückzahlenberechnung, dass alles ein bisschen flüssig reingeht und aber hat mit den echten Ausführungen nichts zu tun. Da muss Dispatch, ich, Spread, das ist alles nicht simuliert. da kann ich gleich ergänzen, Michi, auch aus unseren Procodil-Zeiten, du weißt es ja, als du damals auch mit Lars noch die Meetings, Webinare hattest als solche, das ist eben echt der riesen unterschätzte Fakt, eben, sag ich mal, Kurshistorie, Backtest-Daten und live, weil man eben genau die Slippage, die marktunumgänglich ist, tatsächlich da nie berücksichtigt. Du kriegst eigentlich gerade auch bei Demokonten immer den besten Ausführungskurs. Also besser gesagt, immer genau den, den du haben willst. Und das ist jetzt nicht marktreal, wenn der Markt sich dreht, wenn es irgendwas gibt, ob sei es Gap oder andere Geschichten. Das kannst du, wie gesagt, virtuell im Trainingsmodus, um dann eben da mal die Fertigkeiten dazu feilen, nutzen. Aber um dann wirklich Strategie zu testen, muss man eben auch mit den realen Daten umgehen können. Und da kann man ja auch mit einem kleinen Konto anfangen und sozusagen hier eben dann auch mal schauen, wie sich die Signale umsetzen lassen. Natürlich Proben, Handling beherrschen etc., alles mit Demo. Aber
direkt auf einen reinen Backtest oder auf reinen Demo-Daten dann jetzt das große Geld drehen zu wollen mit einem Live-Account, das ist hochgradig gefährlich, weil gerade Slippage und andere Geschichten unumgänglich sind in der Materie. Und das hast du ja hier auch sehr deutlich dargestellt, dass es auch dein Erfahrungsschatz ist, dass man da sehr vorsichtig ist, sein muss. Das parallel fahren zu lassen ist ja kein Thema, aber ausschließlich von reinen Backtest dann auf eine wirkliche Vollgeldversion mit All-In zu gehen oder nach dem Motto, jetzt vertraue ich dem, was da sozusagen virtuell in Demo-Daten erzeugt wurden, das ist wirklich nur die Hälfte der Medaille, weil eben genau die Echtzeitdaten fehlen. Das ist schon ganz klar. Absolut, Christian, absolut, absolut. Otmar, möchte wissen, was trade ich mehrheitlich? Aktien, europäische Blue-Chip-Aktien aktuell. Es kommen dann US-Blue-Chips dazu. Die Begründung ist auch ganz simpel. A, ich habe ein riesiges Anlageuniversum jeden Tag zur Verfügung und kann mir, es gibt eigentlich keinen Tag ohne Signal, wenn ich möchte. Komme meistens schon mit den 30 DAX und den 40 französischen Blue-Chips auf mehrere Signale täglich. Und wenn nicht, dann kann ich auf dem Eurostoxx ausweiten, auf britische Börse, italienische Börse, andere Börsen. Und dann kommen auch noch die US-Aktien dazu mit dem riesigen Universum. Das heißt, ich habe massig Quantität und kann mir dann qualitativ die besten Signale raussuchen. Im Vergleich zu, wenn ich mich jetzt auf ein, zwei Indizes und vielleicht Gold konzentriere jeden Tag und hier versuche, dieses eine Setup zu handeln, dann werde ich wahnsinnig werden, beziehungsweise in große Verführung kommen. Trades abzusetzen, die eigentlich keine sind, die nicht meinen Anforderungen entsprechen, aber dann kommt man ins sogenannte Overtrading rein, nicht Overtrading, wie nennt man das? Ja, einfach in Auslegung der Regeln, die nicht gesund sind für einen, sagen wir so. Also umso mehr, umso größer das Anlageuniversum, ich werde dann ja auch Software als Scanner, als Screener zur Verfügung, zur Unterstützung heranziehen. Erleichtern einem, geben einem jeden Tag massiv qualitative Signale an die Hand, ohne hier ungeduldig zu werden und dann plötzlich was zu traden, was man eigentlich nicht traden sollte oder wollte. Ganz wichtiger Punkt an der Stelle. Also, das ist auch, da ist, hat man das Thema ja Quantität, Qualität. Gerade wir haben ja den Vorteil, und das ist auch so ein Punkt, wo ich nachher auf unserem Webinar noch eingehe, im Rahmen Erkennen der Marktchancen. Wir oder auch der Trader selbst hat ja die Möglichkeit, sich den, ich sag's mal, weil du vorhin das Pokerbild auch hattest, sehr sensationell, da steht ja auch noch einiges aus bei uns. Aber da ist es natürlich so, dass man da sich den Tisch aussuchen kann. Ja? Also, du hast ja auch die Möglichkeit, eben den Markt, die Märkte auszusuchen, die interessant sind. Und ob das jetzt der Eurostoxx ist, der DAX oder der S&P 500, du hast ein riesiges Universum, was du anschauen kannst und da kannst du dir eben auch, und das ist durchaus ein Riesenvorteil im Trading und Handel, eben auch hier die interessantesten Setups mit interessanten Chance-Risiko-Verhältnissen filtern und dann eben auch rauspicken sozusagen. Und wenn du aber nur am DAX klebst, was natürlich Anlegers Liebling ist, ja, da wirst du es schwer haben, immer wieder ein sauberes Setup zu finden und dann kommst du in das rein, was du sagen wolltest. Du bist dann in so einer Interpretationsphase und siehst Dinge, die da gar nicht sind und handelst eben stur den DAX rauf und runter, was am Ende des Tages sicherlich gut ist für den, der dir den Marktzugang gibt in Sachen Kommission und dergleichen, aber für deinen eigenen Handelserfolg ist das sicherlich wenig zweckdienlich. Deswegen da Aktienuniversum ganz klassisch, ihr kennt euch da hoffentlich aus bei JFD, habt ihr mittlerweile auch die Möglichkeit, echte Aktien zu handeln. Theoretisch auch natürlich Absicherung möglich mit Aktien-CFDs. Da habt ihr ein Universum von 700 Aktien plus. Und da denke ich mal, findet ihr auf jeden Fall nur das, was eben auch wirklich als Blue Chip unterwegs ist. Also keine Penny Stocks oder irgendwelche Cannabis-Aktien oder Explorer-Minen aus Kanada, sondern wirklich die großen Unternehmen aus dem S&P und den europäischen Radios. Insofern schaut es da gern bei uns vorbei. Da will ich auch die Frage von Michael aufnehmen. Du suchst dann Broker zum Traden. Wie gesagt, EU, deutschlandweit gibt es natürlich viele Broker. JFD ist international aufgestellt und mittlerweile nicht nur ein Broker, sondern eben auch eine Bank. Und da würde ich mich freuen, dich bei uns zu begrüßen. Insofern wäre es auch interessant zu wissen, wie du überhaupt zu diesem Webinar gestoßen bist. Vielleicht ist es ja auch einer aus deinem Herr sozusagen, Michael. Ich habe Sie gerade akustisch jetzt gerade schlecht verstanden, Christian. Kein Problem. Da war ja ein Kandidat, der Michael, interessanterweise, der sich hier auch umschaut nach einem Broker, mehr oder weniger. Ich weiß nicht, wie er genau zu dem Webinar gekommen ist. Vielleicht ja über dich, aber wie gesagt, als JFD haben wir natürlich hier das Tor offen. Insofern geh auf jfdbank.com und schau dich da mal um, was wir da so bieten. Und wie gesagt, der echte Aktienhandel ist hier auch inklusive. Insofern durchaus spannend, wenn man so eine Strategie eben umsetzen will. Da wäre auch noch eine Frage, Michi. Sicherst du denn dann Position irgendwie ab? Also was hältst du denn von Hedgen an der Stelle? Also wenn du jetzt zum Beispiel mehrere Aktienpositionen long hast, unabhängig jetzt von Stop-Loss oder Take-Profit, hedgst du dich da auch mal mit dem Index oder? Ah, sehr schöne Frage. Nein, mache ich nicht. Ich mache nicht mehr ein Index-Hedging, aber ich versuche immer
parallel Short- und Long-Signale zu halten. Und das gibt mir dann natürlich automatisch ein bisschen eine Absicherung auf die Schwankung der Ertragskurve rein. Das heißt, ich schaue mal kurz in das kleine Testkonto rein. Ja, da laufen gerade nur zwei Shorts und einige Longs. Aber generell habe ich an einem Tag oft viele bullische Unkersignale, am nächsten Tag dann bärische und so weiter. Dann laufen die parallel nebeneinander und sichern sich so gegenseitig etwas ab. Okay, auch eine wichtige Frage und sicherlich vernünftig dahingehend auch, wie gesagt, das Universum wieder groß zu halten, weil du letztlich ja nicht den Pfeil auf eine Zahl setzt oder Genau. auf eine Aktie, sondern der ist es eigentlich, das ist auch das Gesetz der großen Zahl im Endeffekt. Was sind 10 Trades gerade in der Entwicklung des Wahrscheinlichkeitswertes oder des Erwartungswertes spielen 10 Trades keine Rolle, sondern man sollte da eben auch einen historischen Datensatz sammeln und eben da sich nicht auf ein Trade konzentrieren. Deswegen bist du da auch relativ unemotional, wenn du eben ein Trade abfeuerst, weil du auch meistens mehrere laufen hast und dann eben auch immer die rauspickst, die wohl den interessantesten Vorteil bieten. Absolut. Ich sehe, da kommen noch eine Menge Fragen rein, aber die Zeit wird knapp, liebe Leute. Der Peter Müll ist leider ausgestiegen. Der hat was Kritisches, das dem ich gerne entgegnet hätte. Ja, Um was vielleicht. zu fragen. Ja, danke, Otmar. Danke, Otmar. Wie läuft das Screening der Signale des Mega-Universums? Ja, da teste ich auch verschiedene Tools. Also da will ich mich jetzt noch auf keins festlegen. Und hier, wie gesagt, Deutsche Broker gibt es einige auch und hier auf JFD auch. Bietet ja auch kostenlosen Aktienhandel an, auf der Long-Seite mit echten Aktien zum Beispiel und gibt noch andere Kandidaten. Michael, weiß gar nicht, wie ich zu diesem Webinar gekommen bin. Danke. Das ist das Beste, aber da bleib auf jeden Fall am Ball. Aber Schön. ansonsten, das ist das Ich hoffe, dass Beste. du die 70 Minuten als positiv empfunden hast. Definitiv. Er nimmt sich auf jeden Fall die Zeit und das ist ganz gut. Wie gesagt, einige Fragen haben sich ja, sage ich mal, gecrossed und doppelt gemoppelt. Du hast ja auch jetzt den Fragekatalog selber aufgearbeitet. Ich musste da sozusagen jetzt gar nichts filtern und dir vorkauen nach dem Motto, diese Frage, diese Frage. Aber im Groben bist du schon, sage ich mal, mit den wichtigsten Fragen durch. Was vielleicht noch eine Frage ist, benutzt du das aus, also betreibst du ausschließlich Swing Trading oder hältst du das Ganze eben auch, also sozusagen Haltedauer der Trades? Machst du das wirklich nur auf Swing Trading Tage bis wenige Wochen oder hast du da auch langfristige Aspekte drin? Also wie positionierst du dich da? Bei meinem Trendfolge als auch jetzt bei dieser neuen Eckel-Challenge bei den aggressiveren Umkehrsignalen halte da maximal 10 Tage, 10 Handelstage. Warum? Aktien haben den schönen Effekt, dass sie sich auch mal ein paar Tage vom Markt entkoppeln können, was ihre Trendrichtung angeht. Ganz kurz, die Zeit haben wir noch. Ich zeige mal kurz nehmen wir diesen Bayersdorf-Chart hier. Ihr seht hier Swings in die 3 bis 8 Tage in eine Richtung gehen. Ja? 1, 2, 3, 4, 5 hoch, 3 runter, 3 hoch, 5 runter, mal 8 runter, 8 hoch, 4 hoch, 8 runter. Also das sind so die Swings und das ist aber auch die Bezeichnung Swing Trading. Und es hat keinen Sinn, hier A, länger als 10 Tage drin zu bleiben, wenn man Swing tradet, dann ist man ja Trendfolger. Und B, mir ist es wichtig, hier auf Fundamentaldaten verzichten zu können. Wenn ich jetzt sage, okay, ich halte die Aktie jetzt schau mal, wie lang es läuft, 4, 5, 6 Wochen. Dann muss ich den Index berücksichtigen, dann muss ich die Unternehmenszahlen der Aktie berücksichtigen. Ich will nicht zum Investor werden, sondern ich will kurzfristig traden. Und hier kann ich mich auch ganz meinem Charakter entsprechend richtig schön faul die Beine lang machen und auf Fundamentaldaten und News keine Rücksicht nehmen müssen. Das hat sich auch gezeigt, dass bei dieser Challenge hier, habe ich auch vorher kurz die Statistik gezeigt, nach 3 bzw. 4 Tagen Laufzeit die höchsten Gewinne angesammelt waren im Durchschnitt. Und das bestätigt auch meine langjährige Erfahrung. Und deshalb würde es mich wundern, wenn es bei der neuen Echtgeld-Challenge anders sein sollte. Alright, also wunderbar. Dann sage ich erstmal danke an der Stelle. Wir sind so ziemlich on the point, nur ein knappes akademisches Viertelstündchen drüber gelaufen. Und Och, das ist insofern gar nichts. hast du es genau reingehört. Du hast es eh teilweise eben auch, sag ich mal, runtergehämmert, in Anführungszeichen, in der Hinsicht, dass du natürlich immer die Zeit auch im Auge hattest. Ich hoffe, ich habe dich da mit den rund 60 Minuten nicht zu sehr beeinflusst. Aber ich sag mal, jetzt haben wir ja noch ein Viertelstündchen draufgelegt. Aber ich denke, das, worum es ging, das ist auf jeden Fall rübergekommen. Insofern hoffe ich, dass da auch jeder was mitnehmen konnte. Aufzeichnung, wie gesagt, kommt im Nachgang. Auch mit einer Verlinkung nochmal zu deiner Seite, Michael. Und ansonsten hast du ja hier auch angeboten, wenn ihr Excel-Sheet wollt oder auch die Slides, direkte Kontaktaufnahme. Du nimmst
nimmst dir auch Zeit, mit denen dann in den Blausch, in Anführungszeichen, zu gehen, dann ein Stück weit mal nachzuforschen, wo man helfen kann. Insofern wirklich ehrenbar, was du da planst, was du machst. Und ich freue mich da, dich an unserer Seite zu wissen. Und aufgrund dessen, dass wir schon so lange gewartet haben mit einem nächsten Webinar, würde ich doch auch vorschlagen, das lassen wir gar nicht mal so lange dahin gehen, bis wir uns wiedersehen, Michael. Und Echtgeld-Challenge kommt super an, ist sicherlich auch das, was der Markt will, gerade vor den vielen, sage ich mal, Blaupausen, die da so rumlaufen, was du auch eingangs sagtest, absolut fair, absolut spitzenmäßig, was du da in den Start bringst, und da freue ich mich, dass wir da auch in Zukunft sicherlich noch einiges mehr aufsetzen, und alle die heute dabei werden, werden vielleicht in einigen Monaten oder auch vielleicht auch nur Wochen wieder mal dabei sein, wenn wir nochmal ein Webinar mit dir aufsetzen, nach dem Motto, wie ist es denn jetzt weitergegangen mit der Echtgeld-Challenge, welche ja jetzt im Mai gestartet ist, so nach 1, 2 Monaten kannst du sicherlich noch ein bisschen mehr dann aus dem Nähkästchen plaudern, wenn die Praxis dann wirklich so ein Stück weit Fahrt aufgenommen hat. Und da wäre es natürlich toll, wenn du uns daran teilhaben lässt, ne? Ja, wäre sehr schön, wenn wir da mal ein Update machen können in ein paar Wochen. Aber bis dahin sage ich herzlichen Dank für die Einladung, Christian. Danke an dich, danke an JFD. Hat mir mal wieder riesigen Spaß gemacht. Waren auch super Publikum. Ich sehe hier im Chat viele, viele Dankeswünsche und Verabschiedungen. Danke an euch. Es sind jetzt noch ein paar Fragen offen geblieben. Liebe Leute, bitte schreibt es mir einfach, kontaktet michaelhinterleitner.de, tragt euch in den kostenlosen Newsletter ein, wir können auch gerne telefonieren, findet ihr alles auf der Webseite. Und von daher sage ich von meiner Seite aus Tschüss und hoffentlich bis bald. Super, Michi. Ich kann nur nochmal Danke auch an der Stelle rüber übers Grenzle schicken ins österreichische Alpenländle sozusagen. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Wie gesagt, soll nicht das letzte Mal gewesen sein. Ansonsten, du stehst vor Fragen zur Verfügung. Was Besseres kann man sich nicht wünschen. Und dann würde ich es auch langsam abschalten, das Webinar. Ich danke auch für die reichhaltige Teilnahme, auch für die vielen Fragen, für das aktive Mitarbeiten. Herzlichen Dank an alle. Und wer mag, kann jetzt gleich in der nächsten Dreiviertelstunde nochmal mit aufsetzen auf das nächste Webinar. Und ansonsten schaut es bei uns unter Research rein. Da haben wir dann im Juni auch wieder ein reichhaltiges Paket für euch. Und in dem Sinne, kommt's alle gut in den Montagabend. Ich und der Michi hat ja schon Tschüss gesagt, melden uns jetzt ab. Habt's gut, habt eine gute Zeit und passt vor allen Dingen auf, was ihr tradet, wo ihr tradet und wie ihr es tradet. In dem Sinne, auf bald und beste Grüße. Ciao, ciao.